Und damit wieder herzlich willkommen zu einem neuen Video, Freunde, liebe Pokémon Mystery Dungeon Fans. Wir sprechen heute darüber, was sind die besten Strategien, um den Rheinwald zu schaffen. Und zwar, ich habe mir hier eine ganze Liste aufgeschrieben, Leute, wie ich den Rheinwald zum zweiten Mal wieder geschafft habe. Ja, labern wir doch gar nicht mal und fangen wir an. Hier im Hintergrund seht ihr das zweite Mal erfolgreich den Rheinwald abgeschlossen. Ich habe mir anfangs gedacht, ich werde erstmal ein paar Leute im Rheinwald retten. Ja, und dann hat sich herausgestellt, oh, es läuft ja ganz gut, dann mache ich den Dungeon ja komplett. Wir fangen erstmal an mit den Pokémon, die am besten geeignet sind für den Rheinwald. Am besten für den Rheinwald geeignet sind Mew, Glurak und Scarabon. Darunter allerdings muss man beachten, Scarabon braucht unbedingt, also es ist sehr, sehr zum Vorteil, wenn Scarabon Serientreffergarantie als Talent hat. Somit trifft er halt Attacken wie Armstoß, Furienschlag, Nadelrakete, Kugelsaat, ganz, ganz wichtig, immer. Also die Attacken werden immer treffen. Dann kommen wir zu Glurak. Glurak eignet sich hervorragend, weil Glurak später im Verlauf oder am Anfang des Games, ich weiß es nicht, ich habe mit Glurak noch den Dungeon nicht bestreitet, aber viele haben es mit Glurak geschafft, Hitzewelle bekommt. Hitzewelle ist eine enorm starke Attacke und trifft einen ganzen Raum. Deswegen wird Glurak auch von vielen im Rheinwald benutzt. Mew erklärt sich von selbst, Mew levelt schnell, Mew kann jede Attacke, Mew levelt schnell. Mew ist einfach ein sehr, sehr gutes Pokémon. Kommen wir zu meiner persönlichen Strategie Nummer 1, und zwar ist es, die Ebenen abzusuchen bis zur Stufe 20. Wie ihr im Hintergrund sehen könnt, ich habe versucht, jede Ebene bis E20 im Rheinwald durchzusuchen und mein Scarabon zu leveln. Warum ist das so wichtig? Später im Verlauf der Etagen werden die Pokémon immer stärker. Das bedeutet, es wäre zum Vorteil, wenn unser Pokémon halt auch ein gewisses hohes Level hat. In unserem Fall, Scarabon levelt eigentlich ziemlich schnell und da habe ich mir gedacht, ne, leveln und zack. Wenn ihr gelevelt habt bis E20, wenn ihr bis E20 gekommen seid, erstmal Gratulation dazu, benutzt die Glückssamen, die ihr gefunden habt. Das sind die aka OG Level-Samen. Diese Samen erhöhen euer Level um 1. Das ist wichtig, einfach von vornherein einen guten Start zu bekommen, so dass ihr die Etagen einfach nur quasi durchlaufen könnt. Auch ein Tipp, den ich mir leider jetzt gerade nicht aufgeschrieben habe, aber der mir jetzt gerade in den Sinn kommt, benutzt nicht eure besten Attacken von vornherein. Die Pokémon am Anfang sind noch ziemlich schwach. Benutzt einfach die Attacken wie Kratzer, Tackle oder whatever, die nicht so extrem stark sind oder die mehrere Hits auf einmal landen. Benutzt erstmal die billigen Attacken. Tackle, Kratzer, whatever, was ihr habt am Anfang. Dann kommen wir zum nächsten Tipp und das ist, rekrutiert so viele Pokémon wie möglich. Vorzugsweise Pokémon mit Talenten. Gott sei Dank, und wirklich, Gott sei Dank haben wir Pudox im Team bekommen, im Dungeon. Pudox hatte eine Attacke, die uns geheilt hat. Ich weiß gerade den Namen nicht mehr genau, aber das war so wichtig ab und an. Es war so wichtig. Wie gesagt, wenn ihr Pokémon rekrutiert habt und euer Team ist voll und ihr seid auf einer höheren Ebene und ein Pokémon möchte euch sich anschließen, rekrutiert das Pokémon. Vorzugsweise schmeißt da ein anderes Pokémon raus. Umso höher, desto besser. Die Pokémon, die ihr am Anfang bekommen habt, die leveln nicht den ganzen Dungeon über und werden nachher halt useless. Deswegen rekrutiert die Pokémon und ja, das passt schon. Der nächste Tipp ist die Talente. Talente sind wichtig bei den Pokémon. Wichtige Talente für den Rheinwald sind Magenfüller oder Serientreffer. Ja, wenn ihr ein Scarabon habt, welches kein Serientreffer als Talent hat, ihr aber ein Pokémon im Dungeon rekrutiert, welches Serientreffer hat, benutzt dieses. Es gibt Pokémon, die sich eurem Team anschließen, zum Beispiel wie dieses Geradax, was ich hier gerade sehe. Das kann Kratzfurie. Das heißt, nicht nur ihr trifft Kugelsaat, Armstoß die ganze Zeit hundertprozentig, sondern auch Geradax. By the way, für die Leute, die nicht wissen, was Serientreffer ist, Attacken, die mehrmals treffen, wie Kugelsaat, Armstoß etc., Furienschlag, treffen 100%. Nicht nur ihr, sondern auch von euren Teammates. Von daher, achtet auf die Talente. Es gibt auch noch viele weitere gute Talente. Gangheilkraft, AP-Heilkraft,
solche Talente. Magenfüller ist ziemlich wichtig, weil Magenfüller füllt euren ganzen Magenvolumen auf, sobald ihr nun eine Same gegessen habt oder eine kleine Beere. Ja? Bei mir, wie ihr im Gameplay im Hintergrund sehen könnt, ich musste ziemlich viele Äpfel stacken, weil ich kein Pokémon dabei hatte, welches Magenfüller hat. Es hat sich nachher herausgestellt, dass ich zu viele Äpfel hatte, aber glaubt mir, lieber zu viele Äpfel als keine Äpfel. Gegen Hunger könnt ihr nämlich nichts machen. Dann mein nächster Tipp, nutzt die Kecleon Shops. Kecleon Shops sind extrem wichtig. Kecleon kann Elixiere haben, Äpfel haben, Linkbox haben. Kecleon hat meist immer etwas, was ihr gebrauchen könnt. Und mein Tipp wäre, kauft einfach alles. Wenn ihr Cash habt, kauft einfach alles. Ihr könnt bei Kecleon nicht nur Pokémon kaufen. Ihr könnt bei Kecleon nicht nur Items kaufen, ihr könnt sogar Items verkaufen. Das heißt, wenn ihr mal wenig Geld habt, könnt ihr einfach Items da in den Kecleon Shop werfen. Vorsicht, das Item muss im Kecleon Shop bleiben. Ich spreche Kecleon an. Zack, bekommt euer Cash und könnt euch Sachen von Kecleon kaufen. Dann als nächsten Tipp bei den Monsterräumen. Leute, ich sehe viele, die bei den Monsterräumen scheitern. Es ist mir auch aufgefallen, als ich die Leute im Dungeon gerettet habe. Die sind größtenteils wegen einem Monsterraum gestorben. Monsterräume. Tipp Nummer Uno. Benutzt Orbs. Orbs. Es gibt so gute, viele, starke Orbs. Nein, und ein Lahm-Orb tut es nicht. Ein Lahm-Orb macht die Gegner nur langsamer. Trotzdem können euch 300 Leute angreifen. Benutzt die Orbs. All-Macht-Orb. All-Kraft-Orb. All-Ausweich-Orb. Schlaforb, Erstarorb, gibt so viele Leute. Liest euch die Beschreibung der Orbs durch. Es gibt sehr viele Orbs, die auf jeden Fall nützlich sind. Der zweite Tipp im Monsterraum sind, Leute, wenn ihr einen Monsterraum betretet, seid ihr einen Schritt im Monsterraum. Ihr könnt aber einen Schritt wieder zurück machen. So habt ihr bereits immer nur ein Pokémon vor euch. Ergibt, wenn ihr nur ein Pokémon besiegen müsst, ist die Chance, dass ihr den Dungeon besteht, höher. Ihr kümmert euch erstmal nur um eins. Die anderen laufen eventuell weg oder kommen halt nach und nach. Deswegen Schritt für Schritt. Dann lernt eurem Pokémon, egal welchem. Ich meine, Scarabon erlernt von Haus aus viele Attacken, die mehrmals treffen. Aber er lernt Attacken, die den ganzen Raum treffen oder die ein Pokémon öfter treffen. Das ist wichtig. Ihr macht insgesamt somit viel mehr Schaden. Viel mehr Schaden. Dann kommen wir schon zu den Items. Leute, bevor wir zu den Items kommen, im Rheinwald benutzen die Leute, beziehungsweise nicht die Leute, die Pokémon benutzen, viele Statusattacken, wie Heuler, Kreideschrei, etc. Benutzt die Wunderfelder, das ist wichtig. Die Status-Drops, die ihr bekommt von den Pokémon im Rheinwald, sind fatal. Die machen einen großen Unterschied aus. Benutzt die Wunderfelder. Dann kommen wir schon leicht zu den Items. Benutzt Bandana, Gläser oder sonst irgendwas, damit euer Pokémon für alles gewappnet ist. Es ist egal, was ihr habt. Ein Defensivschal hatte ich am Ende angezogen, weil ich einfach viel weniger Schaden mit Scarabon kassieren wollte. Oder ein Warpschal oder whatever, benutzt es. Gerade Warpschal ist sehr gut, weil ihr euch immer durch die Gegend teleportiert. Und sobald ihr die Treppe gewonnen habt, könnt ihr den Warpschal wieder abnehmen und die Treppe benutzen. Es gibt viele, viele gute Items. Ich würde sagen, wir kommen auch schon zu den Items. Wichtige Items, Leute, holt euch einen Block raus, es ist wichtig. Linkbox ist ein gutes Item. Ihr könnt damit Attacken verlinken, die nur einmal treffen und habt quasi so eine Attacke, die schon zweimal trifft. Verlinkt aber Attacken, die ungefähr gleich viel AP haben, um einfach direkt ein Top-Elixier benutzen zu können, um beide zu pushen, die Attacken. So lohnt es sich halt mehr. Belebersamen. Belebersamen sind das A und O. Ich brauchte, glaube ich, in diesem Dungeon jetzt 2 oder 3. Am Ende den Belebersamen, der war unnötig. Da habe ich mir gedacht, komm, da gehst du jetzt durch. Aber nein, Leute, seid niemals in dieser Einstellung. Geht auf Nummer sicher, behaltet eure Belebersamen. Spielt, als hättet ihr keine Belebersamen. Dann spielt ihr automatisch vorsichtiger. Top-Elixier und Erta sind absolut wichtig. Absolut wichtig. Seid nicht zu geizig. Seid am Anfang bis Stufe 30, 40 ein bisschen geizig mit den Top-Elixieren. Ja, ihr müsst da ein bisschen schauen. Benutzt viele andere Items wie Silberdornen. Aber nur Silberdornen. Ich würde euch von Kleinkiesel oder Georockbox abraten, da das gegnerische Pokémon immer einen Stein fängt und erst den zweiten kassiert.
als Schaden. Und es eventuell beim ersten sogar den Georok-Bock zurückwirft. Und ja, es sind nur 20 Schaden, aber die machen sich bemerkbar, glaubt mir. Deswegen teilt euch die Top-Elixiere und die Erde ein. Am Ende, wenn ihr merkt, ihr habt noch einen ganzen guten Haufen im Inventar, dann nutzt die ruhig. Zum Ende kommen wir. Seid am Ende nicht geizig mit den Items. Merkt euch das. Nicht geizig sein mit den Items. Kommen wir zu dem nächsten Item. Sinnelbeeren, Zitrusbeeren und Muntersamen. Als Recovery. Das sind Items, die sehr, sehr wichtig sind. Das sind quasi eure Belebersamen 2.0. Diese müsst ihr auf jeden Fall haben. Wenn ihr irgendwo welche seht, hebt die auf. Geht dahin, holt die. Die werden wichtig sein. Natürlich nicht hingehen, wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr jetzt gleich sterbt. Aber holt euch die. Die sind wichtig. Das sind die Belebersamen 2.0. Äpfel. Ganz, ganz wichtig. Wenn ihr kein Pokémon im Team habt oder wenn ihr kein Pokémon habt, welches Magenfüller hat, dann besorgt euch Äpfel. Wie gesagt, ihr könnt nichts gegen Hunger machen. Ihr könnt zwar etwas gegen Attacken machen, wenn ihr keine Attacken mehr habt, könnt ihr wegrennen, aber ihr könnt nichts gegen Hunger machen. Ihr bekommt konstant Schaden. Ihr erleidet durch den leeren Magen immer Schaden. Dann kommen wir schon zu einem spezifischen Item, wo ich sagen würde, das ist der Wallhack Number One im Pokémon Rheinwald. Und zwar sind das Röntgenaugen. Später im Verlauf des Dungeons, wenn ihr nicht stark genug seid oder habt das Gefühl, ihr könnt die Pokémon nicht mehr One- oder Two-Shotten. Wenn ihr die nicht mehr One-Shotten könnt, dann würde ich die sowieso aus dem Weg gehen. Aber Röntgenaugen, ihr seht, wo die Gegner sind auf der Etage. Das ist das Geilste, was es gibt. Röntgenaugen sind Next-Level-Shit. Oh mein Gott, ich habe so sehr gehofft, dass ich in diesem Dungeon Röntgenaugen finde. Habe ich leider nicht, aber Scaraborn ist badass und wir haben es trotzdem geschafft. Enger Gürtel ist auch noch ein sehr, 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 sehr guter Gürtel, den ihr anziehen könnt. Er sorgt dafür, dass ihr weniger Hunger habt. Wenn ihr nicht viele Äpfel gefunden habt, ist das ein sehr, sehr gutes Item. Orbs, Leute, Orbs sind so wichtig. Im Pokémon, in Mystery Dungeon, Pokémon Mystery Dungeon, gerade im Rheinwald, ist es so wichtig, wie ihr eure Items einsetzt. Es ist so wichtig. Meine Devise ist, seid am Anfang geizig und am Ende gar nicht mehr. Okay? Orbs. Lahm-Orb ist okay, ist nicht schlecht. Aber es gibt Erstarr-Orbs, Lethargier-Orbs, All-Kraft-Orb, All-Ausweich-Orb. Es gibt so viele gute Orbs-Chat. Wenn ich euch Chat nenne, verzeiht mir. Das kommt, weil wir auf Twitch streamen und ich die Leute Chat nenne, beziehungsweise die Zuschauer. Deswegen schaut auf Twitch vorbei. Twitch.tv, It's Windows, alles in der Bio-Beschreibung. Zweige. Zweige sind die kleineren Orbs. Die Zweige sind auch so wichtig. Erstarr-Zweig, Konfusionszweig, Warp-Zweig, whatever. Das sind alles Zweige, die sehr, sehr gut sind. Ihr müsst euch die Beschreibung durchlesen. Es gibt gefühlt 90% der Zweige, die ich im Dungeon gefunden habe, waren useful. Die waren alle useful. Wenn ihr in einer brenzligen Situation seid, sind diese Zweige Gamechanger, wirklich. Auch wichtig, aber die haben eher einen zweitrangigen Rang in meinem Inventar, sind Heilsamen. Fragebeere, Filsifbeeren, Ammerbeeren. Status heilende Beeren oder Samen sind wichtig. By the way, gibt es auch als Orb, Vitalorb, schützt euch die ganze Zeit in der Ebene, also in der Ebene, wo ihr gerade seid, vor Statusveränderungen. Aber sowas braucht ihr auch. Gerade am Anfang werdet ihr vergiftet, bekommt einen Burn oder sonstiges, Konfusion etc. Deswegen ist es nicht schlecht, mal solche Beeren oder Samen im Inventar zu haben. Heilsamen heilt fast alles und die anderen müsst ihr euch aufteilen. Ich hätte ungefähr sechs Stück davon insgesamt im Inventar und die haben alle sehr, sehr gut geholfen. Wetterorbs sind auch wichtig, Leute, bevor ich das vergesse. Wetterorbs, habt davon mindestens zwei im Inventar. Mindestens. Das ist wichtig, weil im Rheinwald ändert sich ab und an das Wetter und es kann zu sehr, sehr ungünstigen Zeitpunkten passieren, wenn ihr einen Dungeon oder eine Etage habt, die extrem verwinkelt ist und es hagelt oder ist ein Sandsturm draußen. Ihr regeneriert keine KP und wenn ihr keine Sinnelbeeren habt, ist das fatal. Deswegen holt euch Wetterorbs, ein Stabilwetterorb, ein Regenorb, selbst das ist gut. Regen macht euch ja keinen Schaden. Von daher besorgt euch Wetterorbs. Richtungszweige. Hier ist mein Tipp-Chat. Entweder ihr hebt euch die alle auf, bis ihr 14 habt. Oder ich sag mal, ihr habt 10 und dann ihr kommt bis zur Stufe 90 rein, weil dann könnt ihr die Richtungszweige raushauen und ihr wisst immer genau, wo die Treppe ist. Das ist das Geile daran. Oder ihr macht es, wie ich jetzt im zweiten Teil gemacht habe.
Es gibt ja Dungeons, die sind einfach aufgebaut und es gibt Dungeons, die ja ziemlich verwickelt sind. Ich habe es bei den verwinkelten Dungeons eingesetzt, weil ich keinen Bock hatte, 3 Stunden lang durch den Dungeon zu schludern. Deswegen habe ich die bei verwinkelten Dungeons eingesetzt und habe so die Treppe direkt gefunden. Richtungszweige, merkt euch diese. Glücksamen, solltet ihr Glücksamen im Nachhinein auch noch finden, benutzt diese, aber schaut, wie viel EP ihr benötigt bis zum nächsten Level. Wenn ihr nicht mehr viel EP benötigt, dann levelt das noch kurz und dann benutzt den Glücksamen. Glücksamen solltet ihr nachher auch noch benutzen. Das heißt jetzt nicht nur bis zur Stufe 20, sondern Glückszeige sind immer wichtig. Kommen wir zu den letzten Tipps. Schiebt auf den letzten Etagen. Das müsst ihr für euch selber wissen, genau wann. Bei mir, ich fange immer ungefähr bei 85 an. Schiebt immer ein Teammitglied nach vorne. Ihr könnt ja, wenn ihr im Pokémon vor euch ist, es nach vorne schieben. Ihr verliert dadurch zwar ein bisschen an Magen, aber dafür haben wir ja vorgesorgt. Warum? Das Pokémon, welches ihr vorschiebt, bekommt als erstes Kontakt mit einem Pokémon, welches ihr nicht seht. In den Gängen habt ihr ja keine klare Sicht, wie als wenn ihr auf einer großen Ebene seid. Deswegen schiebt ein Pokémon vor, das hilft so viel, ihr sterbt viel weniger. Ganz, ganz wichtig. Nächster Tipp. Die Attacken. Mehrmals treffen, wie Scarabon in dem Dungeon oder Dicta, Makago, Geradax, Azurill. Die müsst ihr betäuben mit Samen, mit Zweigen, mit Orbs, whatever. Betäubt diese Pokémon, weil die können euch one-shotten, easy. Die sind so stark, die treffen, weil sie einfach Glück haben, zu 90%. Deswegen betäubt, wenn ihr so ein Pokémon seht und ihr wisst, hey, das kann Kugelsaat, das kann Kratzfurie, betäubt das Pokémon. Es ist ganz wichtig, da dürft ihr auch nicht zu geizig sein. Und mein letzter Tipp für das heutige Videochat. Am Ende den Leuten bzw. den Pokémon aus dem Weg gehen. Wenn ihr merkt, oh, so langsam reicht mein Schaden nicht mehr, geht den Pokémon aus dem Weg. Benutzt eure Richtungszweige, benutzt Orbs, ihr müsst clever spielen. Benutzt alles, was ihr im Inventar habt. Gerade am Ende, benutzt alles. Es ist egal. Benutzt alles an Orbs, Zweigen, Samen, alles. Seid nicht geizig. Das war's auch schon mit dem Video und ich wünsche euch viel Spaß beim Rheinwald. Es ist easy. Gerade in den neueren Teilen ist es einfacher als bei den älteren Pokémon Mystery Dungeon Teilen. Von daher, Leute, viel Erfolg und viel Spaß. Bis zum nächsten Mal.
Weiter! Geschafft, Alter! Let's go! Reinwald Numero Dos! Yes, sir! Nice!